Hey, Herr Bürgermeister, wann wird denn die Krise gelöst sein, hm? Ja, wir müssen wieder hüten gehen, müssen wir, bevor die Wölfe die ganze Herde auffressen. Beruhigt euch alle, bitte. Ich versichere euch, dass alles, was möglich ist, getan wird. Und was ist das? Ja, ihr habt gerade eine Gruppe dieser Abenteurer angeheuert, stimmt's? Wo in Abgrundtiefe sind sie? Nun, sie sind noch nicht wieder zurück, nein. Oh, wir werden dem Verderben anheimfallen, dem Verderben. Wir müssen aus dem Dorf fliehen. Wir müssen fliehen, bevor noch mehr Leute verloren gehen. Leute, jetzt beruhigt euch doch wieder. Kommt, jetzt ist keine Zeit für Panik. Bitte hört auf, meinen Mann. Naja, wir suchen nach einer anderen Gruppe von Abenteurern, die sich um dieses Problem kümmert. Ihr meint, wir müssen die Ogre und das böse Pack töten. Ja, seitdem diese Monsterhorde in die Gegend gekommen ist, haben wir nur Schwierigkeiten. Sie fressen Leute, ja, das machen sie. Ihr seid beide bescheuert. Ganz sicher waren es die Wölfe, die sich in den Hügeln herumtreiben. Hungrig sind sie. Das sind keine Wölfe, Dunkelkopf. Das ist Uma selbst, die zurückgekehrt ist, um uns zu erschrecken und unsere Kinder zu rauben. Uma, bitte erzähl das alte Mädchen nicht schon Märchen nicht schon wieder. Könnt ihr nicht sehen, dass es die Ogre sind? Ganz eindeutig. Leute, bitte. Wir müssen erst einmal herausfinden, was der Waldläuferin Merella, unserer Protektorin, zugestoßen ist. Und dann den Grund für all diese Morde herausfinden. Bald werden mehr Abenteurer kommen. Nun, sie können nicht früh genug kommen. Jo, tut was, Bürgermeister, oder wir müssen ins Städtle fliehen, um sicher zu sein. Ich versuche hier etwas zu unternehmen. Ich will nur, verhaltet euch alle ruhig. Panik hilft uns jetzt nicht weiter. Ich werde jetzt in mein Haus zurückkehren. Geht alle heim, bitte. Hallo, Nelek. Du siehst bewaffnet aus. Ich habe nichts, was ihr brauchen könnt. Was wollt ihr, Fremder? Was geht eigentlich in diesem Dorf hier vor? Wer seid ihr? Nelek ist der Name. Eine der Wachen von Imnestal. Wünsche, ich könnte gehen und was gegen die Wölfe unternehmen, aber ich kann das Dorf nicht alleine lassen, für wahr. Was geht hier genau vor sich? Ich werde euch sagen, was hier vorgeht. Die Wölfe, die sich die ganzen Jahre in den Hügel herumgetrieben haben, fallen jetzt über uns her. Seit Wochen schon stellen sie uns nach, schleichen sich nachts ins Dorf und zerfetzen die Leute. Und in der nächsten Nacht verschwinden die Leichen. Wir waren räumvoller Anblick. Ich hab's ja auch schon gesehen, diese Wölfe schauen mich aus der Ferne mit schlauen Augen an. Es ist die Wahrheit. Der erste Dorf ist voller Narren. Diese Ogre, ich hab sie gesehen und sie sind gar nicht so schlimm. Und der ganze Schmarrn über Uma, alles nur ein Haufen Unsinn. Warum sollten die Wölfe einen Tag später zurückkommen und die Leichen mitnehmen? Habe absolut keine Ahnung, aber es ist ganz sicher nichts Natürliches. Soweit ich sagen kann, verschwinden sie ganz einfach. Wurde nichts unternommen, um die Wölfe zu jagen? Der dumme Bürgermeister hat eine Halbling-Dame und ihre Truppe angehört, die herausfinden sollen, was passiert. Sie sind nicht zurückgekommen. Schätze mal, die Wölfe haben sie zerrissen. Was wisst ihr über die Ogre? Sie gehörten zu der großen Rebellenarmee aus dem Süden von Arm. Wahrscheinlich Deserteure. Haben sie auf meinen Patrouillen gesehen. Sieht nicht so aus, als ob sie etwas vorhätten. Sie werden von einem riesigen Kurke angeführt. Mardolf heißt er, glaube ich. Möchte in Ruhe gelassen werden. Die Tatsache, dass er erst spricht, anstatt zu töten, macht ihn zu einem relativ angenehmen Zeitgenossen. Was ist das, dieser Uma? Alles nur ein Riesenhaufen Dung. Wenn ihr etwas über Uma wissen wollt, dann redet in der Taverne mit Vincenzo. Er redet gerne über solchen Mist. Ich ziehe weiter. Dann nur hurtig, dich, Fremder. Wir brauchen hier ganz sicher nicht noch mehr Ärger. Eigentlich sind wir hier, um den Ärger zu lösen. Also, sondieren wir erst einmal die Stadt ein bisschen. Ihr seht auch aus wie eine Abenteurergruppe. Fragt nur, wenn es das ist, was ihr wollt. Seid mir gegrüßt, Götterkunde. Die Götter mögen euch wohlgesonnen sein. Nein, du bist eine Händlerin. Ich wünsche euch einen guten Tag, werte Dame. Es ist schön, ausnahmsweise einmal ein neues Gesicht im Dorf zu sehen. Hier sind nicht viele Reisende durchgekommen, seit diese ganzen Morde angefangen haben. Es wäre mir eine Freude, wenn ich euch ein paar der Waren, die ich zu Verkauf anbiete, zeigen dürfte. Ich muss euch jedoch warnen, unsere Handelsgesellschaft hat in letzter Zeit nicht viel Gelegenheit zu liefern. Deshalb gibt es nur wenig Waren. Was könnt ihr mir über diese Morde erzählen? Das ist vielleicht eine Geschichte. Allerdings hört nicht auf das Geschwätz, das die Dorfbewohner euch vielleicht erzählen werden. Die werden euch glauben lassen, dass eine 500 Jahre alte Hexe auf der Pirsch ist.
Denn seht, in Wirklichkeit gibt es ein Rudel Wölfe, das sich die Gegend um unser Dorf ausgesucht hat, um sich nun ab und an einen Menschen greift. Man kann doch nicht einmal viel herumreisen, außer man hat eine bewaffnete Wache dabei. Darum laufen die Geschäfte schlecht. Unsere Gesellschaft dachte, das wäre eine gute Sache, als wir vom Stadtrat die Exklusivrechte für Imnestal bekamen. Jetzt verlieren wir dadurch nur Geld. Ihr, Bo und ich, Hamster und Waldläufer auf der ganzen Welt, frohlocket. Ja, Minz, lass mich weiterreden. Warum gehen nicht alle? Tja, einige Leute glauben immer noch, dass man das Problem lösen könnte. Ich habe gehört, dass der Bürgermeister eine Bande von Abenteuern angeworben haben soll, aber die sind verschwunden. Keiner will mehr alleine reisen, aber wenn nicht beide was getan wird, könnte es sein, dass sie beschließen, alle gemeinsam zu gehen. Es ist eine Schande, denn ansonsten ist dies ein wohlhabender Ort. Normalerweise laufen die Geschäfte gut. Zeigt mir mal, was ihr anzubieten habt. Immer bereit, einen Kunden zum Finanzschluss stellen. Mit Gold heißt das. Goldkette, Dolche, alles nur Standardsachen. Und ein Feuerschutztrank, wow. Was ist mit dir? In ganz Am garantiert keine besseren Preise finden. Wirklich. Ich weiß einfach, dass eines Tages einer von diesen Ruckern herunterkommen wird und mich abschlachtet, genau wie die anderen Dorfbewohner. Ich habe nie an so etwas gedacht, als ich Kaufmann wurde. Was wisst ihr über die Morde? Oh, das ist furchtbar, nicht wahr? Links und rechts sterben Leute, man findet kaum noch einen Kunden und das ist aber auch in Ordnung. Denn jetzt wird sowieso niemand mehr mein Lager aufstocken. Jemand sollte was gegen die Ogre tun. Als sie kamen, hat das alles angefangen. Eine meiner Karawanen wurde einmal von Ogern angegriffen. Sie sind böse und brutal. Darf ich sehen, was ihr auf Lager habt? Oh, ist mir recht, aber das ist nicht viel. Die Karawanen kommen einfach nicht durch, wenn sie nicht bewacht werden. Und das schmälert den Gewinn beträchtlich, nicht wahr? Schilde. Schilde und ein paar Rüstungen. Pfeffenpanzer. Plus 1. Gut. Ja, was wollt ihr denn genau? Wenn ihr etwas zu kaufen wünscht, dann sagt es schnell, denn ich habe nicht viel Zeit für solche wie euch. Was wisst ihr über die Vorgänge in dieser Stadt? Nichts und ich will auch nichts wissen. Alles, was ich will, ist, aus diesem stinkenden Dorf sicher zu verschwinden, sobald die Straßen wieder offen sind. Händler können hier nicht anständig arbeiten. Was habt ihr anzubieten? Gut, aber berührt nichts, solange ihr nicht vorhabt, es zu kaufen. Detranios Balor Bier. Gebraut mit Paprikaschoten für das gewisse Extra. Die kaufe ich mal. Das sieht nämlich nach einem Questgegenstand aus. Und ein paar andere Tränke und einen Edelsteinbeutel. Okay. Gut. Hier unten sieht es nicht so aus, als ob wir lang könnten. Und da ist das Umma-Wirtshaus. Ne, wir gucken uns erstmal in Umma um, bevor wir reingehen ins Wirtshaus. Wer überhaupt noch mehr... Es überhaupt noch mehr Gebäude gibt, außer dem Wirtshaus. Minister Lloyds Haus, okay. War's das schon? Du bist eine Wache. Du bist Germans Haus. Okay. Boah, Abenteurer. Werte Dame, ich heiße Dirbel und die und meine Freunde hier wollen Abenteurer werden. Genau wie ihr, so richtig starke und mächtige. Ja, ich will der Schutzpatron des Dorfes sein. Ich will ein großer Krieger werden wie mein Vater. Ich weiß, dass wir das können, aber alle sagen, wir seien zu jung und so. Mist, das ist, was ich dazu sage. Da ihr ein richtiges Abenteuerleben führt und so, werte Dame, habe ich gehofft, dass ihr uns vielleicht ein paar Bastardschwerter kauft. Ein paar Bastardschwerter. Und El Dilbert, vergiss das El nicht. Ja, wir wollen richtige Männer werden. Schwerter und ein bisschen Bier. Wenn wir euch das Geld dafür geben, werte Dame, würdet ihr uns dann das kaufen? Wer seid ihr denn, dass ich der Junge etwas abschlagen könnte? Ich besorge euch eure Schwerter und das Bier, wenn ihr das wollt. Ich besorge euch eure Schwerter, aber kein Bier. Ihr habt ja auch kaum Pflaumen auf den Wangen. Ich besorge euch das Bier, Jungs, aber ihr würdet euch mit einem Schwert nur selbst schneiden. Nein, würden wir nicht. Wir wissen, wie man mit den Schwertern umgeht, aber...
Aber wenn ihr uns ein bisschen Bier kaufen würdet, wäre das super. Hier ist ein bisschen Geld, das wir dafür gespart haben. Wie ärgerlich, ich wollte ein Schwert. Aber eure Mütter würden bestimmt verrückt werden, wenn ihr euch einen Arm abpackt. Ich für meine Person will das Ale. Weichei. Ja, wir haben sogar schon das Ale. Gucken wir mal, ob das was bringt. Ihr seid nicht von hier. Oh, ich bin so aufgeregt. Stellt ihr die Frage, die ihr Bert fragt. Also, habt ihr unsere Sachen? Na, ich habe meine Meinung geändert, ihr seid zu jung für beides. Wir wollen unser Geld zurückhaben, werte Dame. Hier ist euer Geld. Ich wollte wirklich ein Abenteurerleben führen, ja. Gut, sie sollen mal sich an dem Bier ein bisschen verschlucken. Vielleicht lernen sie daraus was. Keine große Herausforderung. Ja, ich habe euer Bier. Bier, Balor, Bier. Balor, Bier. Mensch, ihr seid ganz toll, werte Dame. Ha, lass es uns jetzt trinken. Ich weiß auch schon wo. Na los. Ja, 1000 Erfahrungspunkte und wir haben Langeweile in Immernstal gekriegt. Sehe ich gerade. Haben wir das jetzt auch gerade abgeschlossen? Nee. Hier, Langeweile in Immernstal. Ich habe mich dazu bereit erklärt, drei Burschen in diesem Dorf in den Umarhügel Bier zu kaufen. Sie wollten sich auch Schwerter besorgen, aber das habe ich abgelehnt. Allerdings, wenn sie sich ein wenig betrinken und sich amüsieren wollen, warum nicht? Ihr solltet genug Bier bei den örtlichen Händlern bekommen. Tja, ich habe den drei Jungs gekauft, was ich ihnen versprochen hatte. Sie sind fortgelaufen, damit sie Spaß zu haben. Hoffentlich geraten sie nicht in allzu viel Ärger hinein. Und wenn, kriegen hoffentlich ihre Eltern nichts davon mit. Ja. Bei Kindern Waffen kaufen wäre nicht verantwortlich. Hier sind Hühner. Und ja, hier sieht es so aus, als ob es hier auch aus im Innstal rausgeht, also aus dem Dorf selber. Ach, wir können doch hier reinlatschen wieder. Wie gesagt, die Häuser gucke ich mir an, sobald ich mit den Leuten außerhalb geredet habe. Ihr habt ja im Augenblick nur die drei hier, wenn, dann ist wahrscheinlich hier oben irgendwo noch ein Haus. Weil wir suchen ja hier auch noch jemanden. Oh, hier können wir auch rein. Hier ist ein Seiteneingang. Was ist mit dir da? Oh, seid gegrüßt, Fremdling, seufzt. Warum macht ihr so ein langes Gesicht? Meine Liebste heißt Colette und ihr Vater ist ein Zauberer, der über nicht wenig Magie verfügt und eine bemerkenswerte Abneigung gegen mich hegt. Er heißt Jermien und ich weiß, dass er gedenkt, Colette als Tauschobjekt für seine persönlichen arkanen Machenschaften zu benutzen. Gegen ihren Willen nehme ich an, obwohl ich nicht die Möglichkeit hatte, sie nach ihrer Meinung zu fragen. Ich weiß, dass sie mit mir gehen will, ich weiß es, aber ihr Vater lässt es nicht zu. Er wird vor nichts zurückschrecken, um dafür zu sorgen, dass wir nicht zueinander finden, nur wehe mir. Vielleicht könnte ich für euch mit ihm reden. Ja, ich bin sicher, das hätte keinen Sinn und ich will auch keine Gewalt anwenden bei so einem Unterfangen. Sowas ist nicht nach meinem Geschmack und Jermien würde mich gewiss mit Zauberei vernichten. Es ist sinnvoll, mir eure Hilfe anzubieten, aber ich glaube, für mich gibt es keine Hilfe. Bitte überlasst mich deinem Leid. Immer noch traurig, warum das? Mehr gibt's, Colette. Ja.
Nee, geht und holt sie euch. Und wenn er Widerstand leisten zu müssen, dann bringt ihn um. Ich könnte für ihn mit ihm reden. Ist das sein Haus? Ja, das ist Germans Haus. Na kommt, gehen wir mal in das Haus rein.